Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Gattuso, beim Clan Scheiße. Also fangen wir nochmal an. Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Gattuso, bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Ich will das Wort nicht mehr sagen, bei welchem Clan ich bin. Ihr wisst, in welchem Clans ich mich tummel. Und deswegen denke ich mal, kann ich einfach mal den Clan-Namen so ein bisschen weglassen. Ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen. Die Helden rasten mal wieder total aus. Komme ich aber ein bisschen später zu. Wir schauen hier einfach mal nebenher einen Clan-Krieg, beziehungsweise schauen einfach den einen oder anderen Angriff, während ich euch kurz mal etwas erkläre. Also ihr dürft jetzt nicht geschockt sein, ich kann darüber reden, denn ich war eingeladen am Samstag den Stream mit dem Olli Sky so ein bisschen mit zu moderieren und so, aber tatsächlich musste ich mal absagen. Ich musste tatsächlich mal absagen, denn wir haben hier eine erwartende Trauer gehabt. So muss man es ganz klar sagen. Wir haben eine zu erwartende Trauer gehabt und deswegen war ich nicht so wirklich in Stream-Stimmung. Derjenige, welcher hat mittlerweile seinen Frieden gefunden, ist mein Schwiegervater, und deswegen habe ich dem einfach abgesagt und war, glaube ich, auch relativ wenig in Clash of Clans. Livestream war mir jetzt nicht auch zumute, aber ich habe mich trotzdem heute Abend hingesetzt und habe einfach eine Folge gedreht. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Flucht aus der Trauer oder so, ich weiß es nicht genau. Wir leben hier sehr, sehr häufig mit Trauer, also ich weiß nicht, die mich so ein bisschen kennen, auch aus den Livestreams, wo ich ja immer so ein bisschen mal aus der Pike erzähle, die wissen in der Regel, natürlich kann ich noch lachen, die wissen in der Regel, wo ich wohne, und ja, ist auch schon ein bisschen makaber, aber es ist einfach so. Denn ich wohne neben einem Friedhof und deswegen bekomme ich Leid auch sehr, sehr häufig mit hier im Dorf. Auch wenn ältere Leute versterben, also ich nenne es mal so, des natürlichen Todes aufgrund des Alters. Aber ich habe natürlich auch schon mitbekommen, dass hier junge Menschen gestorben sind. Also letztes Jahr zwei 18-Jährige, das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und dadurch, dass wir hier schon sehr, sehr lange wohnen, muss ich sagen, ist so ein bisschen der Friedhof, er gehört einfach mit. Man muss es ganz klar sagen, der Tod gehört ja mit zum Leben dazu. Und alle warten ja eigentlich nur drauf, dass es soweit ist. Und deswegen glaube ich, kann man da auch ganz, ganz offen drüber sprechen. Denn ab einem gewissen Alter ereilt es uns, glaube ich, alle. Oder in den Familienkreisen, in den Bekanntenkreisen. Es gehört mit zum Leben dazu. Und deswegen glaube ich, kann ich ganz gut drüber reden. Also, das war eigentlich nur so ein bisschen der Grund. Ich glaube, der Olli, ich habe seinen Stream auch gesehen. Ich habe nur nichts gesagt oder getippelt. Hat das schon ganz gut erklärt, also ich bin nicht krank oder so, sondern ich war einfach nur nicht wirklich in Stimmung. Aber trotzdem habe ich mich so ein bisschen dazu gefühlt und habe gedacht, Thorsten, das Leben für alle anderen Beteiligten geht ja weiter. Und ich weiß auch, dass ich denke mal, es wird mir jetzt niemand krumm nehmen, dass ich hier auch vor der Kamera lache oder weine oder was auch immer. Denn für alle anderen Beteiligten geht das Leben einfach weiter. So ist es einfach. Punkt. Und deswegen denke ich mal, ja, mache ich das einfach. Ich nehme einfach ein bisschen Clankrieg hier für euch auf. Wir haben hier gerade den Bürgis gesehen. Auch ihr seht gerade die Uhrzeit. Es ist schon wieder ziemlich spät. Ich weiß, es ist schon wieder ziemlich spät. Aber es macht nichts. Ich habe lange überlegt. Ich habe lange auch mit mir gehadert. Mache ich das nicht? Passt das zum Tag oder passt das zum Tag nicht? Aber ich glaube, es passt zum Tag. Und von daher sehe ich das Ganze so ein bisschen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. So, gucken wir uns mal die Karte an hier. 10 auf 10, also wirklich 10 Max auf 10 Max. Schauen wir mal, wie sie den Mal hier vom Clan Cornwalls War geschlagen hat. Denn auch dieser Clankrieg war ein lachendes und ein weinendes Auge, muss man mal ganz klar so sagen. Er war wirklich so spannend am Ende. Ich habe am Ende nicht mehr hingeschaut. Ich habe nicht mehr hingeschaut. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Nicht jetzt wegen der Trauer oder wegen der anstehenden Trauer, sondern weil der Clankrieg einfach so ultra spannend war und ich eigentlich ganz, ganz andere Gedanken auch so ein bisschen so im Kopf hatte. Denn wir waren die ganze Woche, also meine Jungs hier waren sehr, sehr lange hier auch in der Woche alleine so ein bisschen unterwegs, also unter uns Männern hier. Meine Frau natürlich
sehr, sehr häufig bei ihrem Schwiegervater war. Ich kann es auch verstehen. Aber irgendwann ging auch bei ihr so ein bisschen die Kraft aus, glaube ich. Mittlerweile haben wir aber, wir haben ganz normalen Sonntag verbracht, kann ich euch so ein bisschen sagen. Das sind Formalitäten und wer das schon mal mitgemacht hat und das kennt und wir kennen das, der weiß, danach geht der Tag eigentlich ganz normal für dich weiter. Und wir haben auch einen ganz normalen Familientag gemacht. War sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und von daher war das oder ist das absolut in Ordnung. Ich kann da nach wie vor super drüber sprechen, denn wie gesagt, wir leben hier so ein bisschen immer mit der kleinen Trauer. Und da wir hier ja dörflich sind, wenn hier also ein neues Grab ausgehoben wird nebenan, dann weiß ich in der Regel, wer es ist. Oder letztendlich weiß es das ganze Dorf. Und es ist natürlich immer traurig, aber ich denke mal, es ist auch so ein bisschen Freude, dass derjenige, wenn er denn des Alters verstirbt, seinen Frieden endlich hat. Und ich denke mal, es ist dann auch für denjenigen eine kleine Erlösung, was absolut sehr, sehr traurig ist. Und auch das passiert sicherlich im Leben, ist, wenn die Eltern ihre Kinder überleben. Das ist dann sehr, sehr traurig. Aber wir gucken mal, wie sich unser Chefkoch hier geschlagen hat. Also 11 auf 10. Kleiner Dip, was heißt kleiner Dip? 5 auf 8. Ist nun mal so, kennt ihr aus euren Clans. Und ich bin auch in der Woche, denke ich mal, nicht so hyperaktiv. Also erwartet nicht jeden Tag ein Video von mir. Ich denke, wir müssen die Zeit im Moment so ein bisschen teilweise auch anders nutzen. Ich bin auch beruflich, das kommt auch noch dazu. Ich bin beruflich sehr, sehr eingespannt in der nächsten Woche. Das muss ich eh mal sehen, wie ich das irgendwie rumregel. Sodass ich auch noch ein bisschen Verwaltungsaufnahmen oder Aufgaben übernehmen kann. Und wie ich eben schon gesagt habe, das Leben geht ja hier bei uns auch weiter. Die Jungs kommen jeden Mittag von der Schule oder nachmittags von der Schule, meistens in den späten Nachmittagsstunden. Und ihr wisst es selber, als 13-Jährige, da wollt ihr erstmal essen, da wollt ihr zocken, da habt ihr Fragen und. Und von daher ist das sicherlich eine kurze, anstrengende Phase erstmal, die sicherlich auch dann irgendwann vorübergeht, aber kommt Zeit, kommt Rat oder die Zeit heilt alle Wunden. So ist es, glaube ich, das Richtige. Aber der Doc hat ja alles richtig gemacht. Sehr, sehr schöner Funnel hier, muss ich sagen. Sehe ich jetzt zum ersten Mal den Angriff. Ich gucke auch nicht immer alle Angriffe hier. Auch nicht immer alle Angriffe einmal nach oder so. Sondern wir hatten hier schon das lachende und das weinende Auge. Ich war mit jemandem Business Eye, glaube ich, ist es bei uns. War ich im Discord die letzte Stunde und wir haben hier nett gehangen und haben hier Tränen gelacht. Wir haben hier Scheiße geschrien. Also alles, was man in Clash of Clans auch nebenbei noch so braucht, und haben uns die Haare gerauft, haben gedacht, eieiei, was machen wir jetzt? Denn nach wie vor ist die Discord-Nutzung eher semi-aktiv hier. Also wir sind hier dann, wenn es denn so zu heißen Phasen kommt, tatsächlich nur zu zweit. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ich meine, viele sagen ja, oh nee, Discord, da muss ich ja mit euch verbunden sein und da macht meine Frau dann Stress, wenn ich dann auch noch rede. Klar, ihr guckt den ganzen Tag YouTube-Videos, Fernsehen, habt Kindergeschrei um die Ohren und telefoniert wie blöde, aber Discord geht gar nicht. Das ist ja ein Tool. Oh Gott, ist das ein Teufelstool. Ja, da ist man ja in einem Kanal und muss dann womöglich nur zuhören. Man muss einfach teilweise ja nur zuhören. Man kann auch noch ein bisschen schreiben. Man kann Bilder posten, man kann Videos posten, Links posten, Musikbots aktivieren und. Aber nein, geht ja alles nicht. Also haben wir hier zu zweit abgehangen. Wir haben uns hier ein bisschen die Seele aus dem Leib gehackt, wollte ich sagen, oder gelacht. Erster kleiner komischer. Ja, so will ich es mal sagen. Ich springe jetzt so ein bisschen in den Rathäusern. Also ein Angriff von mir auf die Nummer 2 hier, 3 auf 2. Und manchmal verkenne ich das auch, wie weit denn so ein Killsquad kommen kann. Und das ist so ein bisschen
Ah, das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Da müsste man sicherlich die Healpoints der ganzen Defensivgebäude mal zusammenzählen, mal sehen, wie viel hält eigentlich so ein Golem und wie viel hält die Karre dann, die ja echt jetzt gerade super noch von dem Golem geschützt war. Der Golem ist jetzt zwar kaputt, aber der sollte erstmal nur der Karre den Rücken frei halten. Ich glaube, das ist auch gelungen, denn der Karren hier ist noch komplett grün. Klanburg kommt raus und die Karre immer noch fröhlich dabei. Ich fahre mal so durch die Base. King und Queen schön dahinter. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gar nicht erwartet, dass mein Killsquad so weit kommt. Aber das ist noch gar nicht die Pointe hier. Ich hätte meinen Killsquad einfach durchfahren lassen. Letztendlich haben wir dann im Discord gesagt, komm, hol die Karre raus, die ist schon ein bisschen zu weit. Ja, die war auch schon ein bisschen zu weit. Da waren jetzt ein paar Valkyren. Ah, nee, da waren ein paar Bola drin und zwei Riesen. Die war eigentlich schon ein bisschen zu weit. Aber der nächste kleinere Fehler von der Queen hier, was mich nicht wurmt im Nachhinein, wenn man so einen Angriff nochmal guckt, immer mal wieder anhält, dann sieht man, was ist eigentlich nicht so ganz richtig gelaufen. Also die macht natürlich erstmal den Dicken hier und dann kommt eigentlich der Part, der nicht richtig gelaufen ist, der Feger noch. Und das, was macht sie dann? Dann piept es einmal kurz, ich habe es auch gehört, weil ich am Tablet den Angriff gemacht habe. Das Rathaus schon aktiviert, das sollte sie gar nicht machen, denn ich habe nie gedacht, dass die Queen bis da hinten hinkommt. Und habe dann mit meinem Luftpart hier angegriffen. Und was jetzt passiert, das ist noch viel witziger. Was macht der Warden? Der Warden zu früh gesetzt. Warden zu früh gesetzt, denn der Hund war noch nicht draußen hier. Ihr seht das, der nächste Lava-Hund muss jetzt zu dieser Luftabwehr fliegen. Der Hund war also noch nicht draußen. Hier hinten hab ich so ein paar Sachen noch weggemacht, damit mein Passing hier für die Loons weitergeht. Aber ich habe meinen Warden jetzt gesetzt und der Hund ist ja schon da. Aber ich habe direkt danach den Warden gesetzt. Das war viel zu früh, denn der Hund rast jetzt durch die Base durch. Der Warden meint, ich muss den Hund folgen. Ja, das war das Fatale hier. Ich muss dem Hund folgen. Und was macht er? Er dreht sich dann um hier den Bombenturm zu machen. Was geht mit dem Warden denn? Das ist nicht normal, ihr seht das. Der hat sich umgedreht und ist voll im Inferno-Strahl. Damit war meine Strategie hier dem Ende entweiht. Das heißt also, Wardenfähigkeit total vergessen in dieser Hektik. Und da kann ich 300 Loons über diesem Rathaus haben. Die werden alle, werden entweder nicht ankommen, werden sterben. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, ach komm, scheiß drauf auf diesen Angriff hier. Das war doof. Also den Angriff einfach auslaufen lassen und sei es drum. Aber meistens ist es ja leider dann menschliches Versagen oder die menschlichen Fehler kommen dann dazu. Wurden einfach einen Ticken zu früh gesetzt. Hätte ich ihn etwas später gesetzt, wäre der Lava-Hund weg gewesen. Und der Warden wäre schön hinter den Loons gewesen. Die hätten auch ihr Passing dann gefunden. Aber nein, er muss sich da voll als Tank voll in das Rathaus reinstellen. Und ging gar nicht. Ging überhaupt nicht. Ich gehe hier auch mal ganz, ganz bewusst ein bisschen näher rein. 4 auf 6 hier, der Frieger mit seinem zweiten Angriff. Auch da habe ich gedacht, was ist hier mit diesen Helden los heute? Und auch der Wiseye war ja mit mir, ich glaube es heißt so, ich muss mal nach seinem Real-Namen fragen, war ja mit mir im Discord und auch da habe ich gedacht, Alter, hast du das gesehen? Was macht die denn? Ja, ich meine, sie ist im Moment hier hinten, beziehungsweise sie ist ja noch hier unten. Ja, noch ist sie hier unten und macht hier erstmal so ein bisschen noch die Base mit weg. Das heißt also, der Babydrache hier schafft jetzt den X-Bogen nicht ganz, aber die Queen geht erstmal durch eine Mauer hier und hilft da so ein bisschen. Ist ja schon mal ganz gut gedacht. Helfende Queen. Hier hinten ist das Compartment dann auch ganz weg. Das heißt also, gleich geht es dann darum, ich muss hier raus und also wie gesagt, man muss so einen Angriff auch 2-3 Mal gesehen haben. Und jetzt geht es hier in diese Richtung hier, in diese Lane, könnte man auch sagen. Wenn wir jetzt bei League of Legends wären oder bei anderen Spielen. Es geht jetzt in diese Lane hier. Da haben wir hier noch 2 X-Bogen. Wir haben hier eine Kanone. Wir haben hier einen Minenwerfer. Und wie das Passing der Queen jetzt ist, da wussten wir nicht. Queen, wo willst du nur hin? Ich meine, jetzt sag nicht, du kriegst nicht diesen Minenwerfer oder du kriegst nicht den X-Bogen oder du kriegst nicht den Minenwerfer oder gar die Kanone aus der Range. Hallo, du hast doch eine Range. Nein, die stellt sich genau davor. Guckt euch das mal an. Die stellt sich genau davor. Kommt hier natürlich dann voll in die ganzen Infernos rein, mit in die Bombe rein, mit in die X-Bogen rein. Ey, was geht denn mit der?
habe ich echt gedacht, was ist mit der los? Und jetzt guck mal, was sie als erstes macht. Erstmal die Kanone. Ah ne, erstmal den einen Tesla, dann Kanone, dann kommt der Bombenturm. Ah ne, jetzt kommt nicht der Bombenturm. Es kommt ja erstmal der Minenwerfer hier. Klar, der ist ja am nächsten dran. Nein, das Lager hier, der Bombenturm. Was auch immer. Nein, sie muss erst auf den Minenwerfer gehen. Sonst geht die nie auf den Minenwerfer. Die wird sonst immer auf dieses Lager gehen. Habe ich auch in einem Angriff gesagt, jetzt macht die das Lager, obwohl der Bogenschützenturm auf die Queen ballert. Und macht jetzt erst das, dreht sich dann, macht dann erst das. Warum auch das Lager? Das kannst du ja mit den Füßen irgendwie kaputt treten oder so. Das ist echt ein Aufreger. Doch, sie hat ja doch das Lager gemacht. Okay. Dreht sich dann immer hin und her. Erst Bombenturm, dann das Lager. Ja, also echt krummlaufende Queen hier. Naja, der Angriff war leider nur mit 2 Sternen. Ist aber nicht so schlimm, denn das Ende war noch viel, viel katastrophaler. Und hier ist er, der Eyewitness, so heißt er. Ich muss mal wirklich nach dem Realnamen fragen. Also die Base haben wir heute schon gesehen, das ist die 2. Und gucken wir mal, wie er sich oder was er sich hier gedacht hat und was hier eigentlich dann so komisch gelaufen ist. Ich spule euch das mal ein kleines Stück gerade vor. Muss mal eben einmal nach rechts schauen. Das sieht noch ganz anständig aus. Ja, das sieht noch ganz anständig aus. Ich muss mal wieder so ein bisschen auf die Videolänge achten. Denn mit fortgeschrittener Zeit kann ich auch nicht mehr dann 13 Stunden hier rumschneiden. Aber auch hier exakter, ja, fast der gleiche Anfang wie bei mir. Karre geht hier super durch. Helden, Queen dahinter. Und dann fängt auch hier unten der Loon-Part an, schon mal auf den einen Bogenschützenturm. So weit, so gut. 1, 2, 3 Eilzauber hier. Und jetzt muss ich es einmal kurz anhalten. Queen ist ja noch mittendrin, beziehungsweise Queen ist jetzt gerade hier unten. Das ist die mit der Nummer 60 auf dem Kopf. Und jetzt gucken wir uns den Angriff einfach mal weiter an. Also der Part hier ist schon mal sehr, sehr schön. Worden schön dahinter. Die Loons aktivieren leider natürlich nicht das Rathaus. Das muss erstmal aktiviert sein. Etwas zu wenig Loons hier in der Mitte. Warden noch nicht gezündet. Das heißt, die gehen jetzt alle drauf. Okay, peng, sind sie weg. Aber der Warden, warum ist der dann eigentlich nicht bei den Lufteinheiten? Ich meine, er steht auf Luft. Das sieht man hier am flatternden Leichentuchumhang. Makaberes Wortspiel. An dem Umhang. Und trotzdem unterstützt er nicht die Lufttruppen, sondern er unterstützt die nahelegenden Truppen. Das war leider die Queen. Die Queen steht auf Boden oder auf Bodenluft. Und ja, irgendwie wäre er vielleicht oder wäre er bei den Ballons geblieben, hätte das unter Umständen anders ausgehen können. So hat er sich entschieden, ich gehe mal mit der Queen mit, die als nötiger. Mag ja auch sein, aber auch hier ist es leider nur ein 2-Ständer geworden und es war nach wie vor so ultra spannend hier am Ende. Und auch das haben wir hier mit einem Lachen und einem sehr weinenden Auge dann gesehen. Am Ende haben nochmal alle ihre Angriffe in die Waagschale gelegt. Ihr seht ja schon das Ergebnis. Swash nochmal mit einem 2-Sterner, ich mit einem 3-Sterner auf die 5. Witness Eye kassiert noch einen 3-Sterner, den 71-72 oder 72-71 für den Gegner. Der Eye schafft die 92% und 1 Stern. Wir brauchten 82% und 1 Stern. Und damit haben wir diesen Klankrieg gewonnen. Das war so, es war eine Zitterpartie, ehrlich. Wir haben ja im Discord gehockt und ich habe gesagt, ich hab den Angriff nicht geguckt. Die haben nur gesagt, wie viel Prozent hast du? Du brauchst 1 Stern mehr und 85% oder 82%. Und als er mir gesagt hat, oh, ich bin bei 86 und habe noch reichlich Truppen, da war alles tutti hier. Also echt knappes Ding hier. Der Gegner war auch kurz da. Glückwunsch nochmal an die Jungs. In die Staaten war es, glaube ich. Die waren aus den Vereinigten Staaten. Nee, aus United Kingdom, aus England, Entschuldigung. Und von daher sind sie natürlich traurig, dass sie ihre Siegserie verloren haben. Wir sind happy, dass wir hier einen Sieg mehr eingefahren haben. Ihr seht das, meine Meute schläft im Moment. Ich habe meine Queen danach sofort hingelegt. Ich war so fertig. Habe gesagt, nee, Queen hinlegen, ausloggen. Und ich logge jetzt hier auch aus. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mit so ein bisschen Real-Life-Talk, auch wenn er nicht so schön war. Aber Leben geht weiter. Und auch in der schließenden Woche hier. Bis dahin, euer Toto.